Wüttrich, Agriculteur. Ich heiße Bertrand Wüttrich und bin Landwirt und Bioberater. Wir sind hier auf meinem Betrieb, der liegt in Courtaitel im Kanton Jura auf 550 Meter. Heute zeigen wir verschiedene Hackgeräte in Sonnenblumen und Mais. Zu dieser Veranstaltung haben wir Biobauern aus dem Jura und auch konventionelle Landwirte eingeladen. Ich habe anfangs 2011 auf Bio umgestellt. Vor der Unkrautregulierung hatte ich immer großen Respekt. Mein Vater sagte immer, wie die Unkräuter ihnen früher zu schaffen machten. Aber damals gab es die Geräte noch nicht, die wir heute kennen. Dies ist die Sternhacke. Sie ist auf 50 cm Reihenabstand eingestellt, um Sonnenblumen zu hacken. So wird sie auch im Raps eingesetzt. Ein Nachteil dieses Gerätes sind manchmal die Steine, welche die Hacksterne blockieren können. Dieses Gerät kann nicht sehr nah an den Reihen arbeiten. Das ist ebenfalls ein Nachteil. Deshalb hatten wir die Idee, versuchsweise Buchweizen in den Reihen zu säen, um so das Unkraut in den Reihen einzudämmen. Hier haben wir die Gänsefußhacke. Dies ist ein Frontgerät und praktisch, um an Hang zu arbeiten. Sie eignet sich gut zur Bekämpfung von mehrjährigen Unkräutern wie Ackerwinden und Disteln. Sie wird mit einer Arbeitstiefe von 2 bis 3 cm eingesetzt. Die Gänsefußhacke und die Sternhacke leisten ungefähr 1 bis 1,5 Hektar pro Stunde. Das ist hier eine amerikanische Rollhacke der Marke Jetter. Sie wird in den USA hergestellt. Im Unterschied zu den beiden anderen Geräten reguliert sie vor allem junge Unkräuter im Stadium Keimfaden bis 2 Blätter sehr gut. Und sie arbeitet sowohl zwischen als auch in der Reihe. Die kleinen Maispflanzen kommen problemlos zwischen den Rollelementen der Racke durch und werden nicht verletzt. Alle drei Geräte kosten etwa gleich viel. Die Rollhacke hat jedoch mit 6 bis 7 Hektare pro Stunde die höchste Arbeitsleistung. Bei solchen Veranstaltungen lernt man immer etwas Neues. Und dann treffe ich Kollegen, die mehr Erfahrungen haben als ich. Ich bin ein Neuling auf diesem Gebiet. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen, sowohl politisch als auch finanziell. Ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber ich glaube, dass ich richtig entschieden habe. Ich heiße Milo Stöcklin und bin zu 50% Bioberater an der Landwirtschaftsschule in Courtemelon. Daneben bin ich an einer Betriebsgemeinschaft mit 85 Hektaren beteiligt. Wir haben einen regionalen Aktionsplan, der zu einem nationalen Aktionsplan der BioSuisse gehört. Das Ziel ist, den Bioackerbau zu fördern. Wir setzen den Plan in dieser Region zusammen mit anderen Westschweizer Kantonen um. Wir tun dies, indem wir, wie zum Beispiel heute,
Maschinenvorführungen organisieren oder Versuche zu Mischkulturen anlegen. Somit können wir den Biolandbau unter einem praktischen Blickwinkel vorstellen. Die Veranstaltungen öffnen wir immer für ein möglichst breites Publikum, auch für konventionelle Kollegen, um sie so zu ermuntern, auf Bio umzustellen. Wir haben uns im Jura zum Ziel gesetzt, 15% Biobetriebe im Jahr 2015 zu erreichen. Heute wirtschaften bereits etwas mehr als 10% der jurassischen Betriebe biologisch. Ich bewirtschafte einen Talbetrieb in der Ajoie, in Al, in einem großen Landwirtschaftsgebiet. Ich hatte zwei Alternativen: entweder konventionell weiterfahren mit 30% Buntbrachen oder auf Bio umzustellen. Wir haben beide Varianten angeschaut und durchgerechnet und dann festgestellt, dass man wirtschaftlich mit Bio nicht schlechter fahren würde als mit konventionell und Buntbrachen. Für den Betriebsleiter kann es zudem auch befriedigender sein, auf Bio umzustellen, als sein Land in Brache zu stellen. Und dann ist es auch einfach eine persönliche Herausforderung, diesen Schritt zu wagen. Ich komme aus Corcelles, Neuenburg. Das liegt auf 600 Meter. Zurzeit wirtschafte ich noch konventionell und werde auf Januar 2012 umstellen. Ich nehme an solchen Veranstaltungen teil, um mich mit dem Biolandbau vertraut zu machen. All das, was ich jetzt schon gesehen habe, zum Beispiel die Versuche, das gibt mir das Gefühl, dass man im Biolandbau wieder zu einem echten Landwirt wird. Man sucht Lösungen mit der Natur und das motiviert mich.